Name Schiller, ich mach den Sip auf die Welt gekommen. Schicksal hat schon da mein Lebensweg in den Tank genommen. Bin zu früh dran gewesen mit meinem Brotkasten umzogen. So lang bis ich endlich heute dürfen habe, 3 Monate. Mir ist bewusst, für ein Baby schwer zu realisieren. Für Mama und Papa Schmerz undefinierbar. Man hat mich durchgebracht, das scheint funktioniert. Ha, alles schön und gut, werde nicht minimieren. Meine Eltern alles probiert haben, damit ich ohne Komplikationen meinen Weg gehen kann. Mein Schicksal hat mir Zeit lang in Ruhe gelassen, um nach 13 Jahren einschneidend wieder zuzuschlagen. Im Spital der Schrank für die Dialyse gesetzt. Die Auswirkungen, die kenne ich jetzt. Was bedeutet, habe ich damals nicht geschnallt. 3-mal in der Woche, 4 Stunden Spitalaufenthalt. Ich bin kein Rapper, aber Rapper, das für euch. Denn so wie ihr mir, bleib ich euch für immer treu. Ich werde kämpfen, bis zum nächsten Herrschaft. Denn so lange ich lebe, geht das Berg auf die Berge. Ich bin kein Rapper, aber Rapper, das für euch. Denn so wie ihr mir, bleib ich euch für immer treu. Ich werde kämpfen, bis zum nächsten Herrschaft. Denn so lange ich lebe, geht das Berg auf die Berge. Nach 20 Monaten die Erlöse, so wie ich sie. Jackpot, Zürich hat eine Ehre für mich. Innerhalb von 2 Stunden sind wir in Zürich gsi. Endlose Euphorie, bald ist der Leidensdruck vorbei. Aber kannst denken, 3 Monate Spital, wöchentliche Kontrolle und 2 Jahre Problem gehabt. Denn Nieren aussen operiert, die Auswirkungen fatal. 3-mal in Woche, 4 Stunden im Spital. 2 Jahre später, die Zürich Nieren parat. Mein erster Gedanke, tun ich das mir nochmal an. Der Farge vom ersten Mal gegen die allfällige Lösung. Gefühlschaos, auch der Fall ist eigentlich klar gewesen. Wie der OP Event frei, doch der Körper stößt nie an. Hat ein Maximum an Leiden geschafft. Haben mich schon verabschiedet von Mama. Denk, das sei gezähnt, wenn du denkst. Das ist 25 Jahre her und ich lebe. Ich bin kein Rapper, aber Rapper, das für euch. Denn so wie ihr mir, bleib ich euch für immer treu. Ich werde kämpfen, bis zum nächsten Herrschaft. Denn so lange ich lebe, geht das Berg auf die Berge. Ich bin kein Rapper, aber Rapper, das für euch. Denn so wie ihr mir, bleib ich euch für immer treu. Ich werde kämpfen, bis zum nächsten Herrschaft. Denn so lange ich lebe, geht das Berg auf die Berge. Die Nieren hätten ihren Job gemacht, zwar nicht 100%. Nur noch wöchentliche Kontrolle, Medis und so. Von 96 bis 2012 alles im Lot. Denn Darmverengung heisst 7 cm Darmentfernung. Keine bessere Betroffenheit, dass es besser wird. Denk Diagnose, Darmkrebs, shit. Haben sie mit Therapie versucht, hab nur Chemo gerichtet. 2013, Darmkrebs vernichtet. Mit 36 angemeldet auf einer Dating-Plattform. Mit Frauen ein bisschen Quatsch und meinen Ansporn. Dann ist schnell gegangen mit der Frau aus Herbruck. 3 Monate geschrieben, getroffen und bald 10 aus der Ferien zurück. Aus dieser Bekanntschaft hat sich die grösste Liebe entpuppt. Obwohl man nur wollte schreiben, eigentlich verrückt. 3 Jahre später, Telefon, Heiratsantrag von einer besonderen Art. Sie hat ja gesagt, ein unvergesslicher Tag. Ich bin kein Rapper, aber Rapper, das für euch. Denn so wie ihr mir, bleib ich euch für immer treu. Ich werde kämpfen, bis zum nächsten Herrschaft. Denn so lange ich lebe, geht das Berg auf die Berge. Ich bin kein Rapper, aber Rapper, das für euch. Denn so wie ihr mir, bleib ich euch für immer treu. Ich werde kämpfen, bis zum nächsten Herrschaft. Denn so lange ich lebe, geht das Berg auf die Berge. Eigentlich war für uns alles perfekt gewesen. Bis 2018 zur jährlichen Speiseröhrenspiegelung. Output, Krebs und benötigte Operation. Im Anschluss lange Zeit auf der Intensivstation. Zwerchfellentzündung, Wasser auf der Lunge. Blutvergiftung, um das Ganze abrunden. Dann weg vor Intensiv, vor bald heiz gehen. Haben sie ein Loch in Speiseröhren gefunden. Han nicht mehr wollen leben. Meine Frau hat mich bewahrt vom Sterben. Sie ist mit Abstand das Beste auf Erde. Was gibt's Schönes als Liebe? Sie ist 7 Wochen Tag für Tag bei mir gsi. Ohne sie und meine Eltern würde es mir schon lange nicht geben. Herzlichsten Dank, ich beiße immer wieder auf die Zähne. Die Nieren hat schon wieder aufgehen, alles ist befristet. Doch mit ein bisschen Glück werde ich bald wieder gelistet. Ich bin kein Rapper, aber Rapper, das für euch. Denn so wie ihr mir, bleib ich euch für immer treu. Ich werde kämpfen, bis zum nächsten Herrschaft. Denn so lange ich lebe, geht das Berg auf die Berge. Ich bin kein Rapper, aber Rapper, das für euch. Denn so wie ihr mir, bleib ich euch für immer treu. Ich
Ich werde kämpfen, bis zum letzten Herzschlag. Weil so lange ich lebe, geht das bergauf, nicht bergab. Ich bin der Medizin so dankbar, dass sie geht. Bin zwar gebunden an Spital, aber ich lebe. Und klar hätte auch ich an die Pläne gehabt. Aber ich kann die Situation leider nicht verändern. Und jetzt schau mich an und sag mir, was du meinst, wenn du sagst, das Leben fickt dich, weil du fickst dich selber. Bin zwar massig eingeschränkt, aber könnt nicht sagen, etwas fehlt mir. Entgegen allen Spekulationen werde ich älter. Und älter, und älter, und älter. Darum widme ich den Song der zwei Frauen von meinem Leben. Mama und Schatz, für euch würde ich sterben. Und ich könnt heulen, wenn ich denk, wie viel mal ich ein Mensch bin. Mein grösster Geschenk, meine Frau, mein Lebenssinn. Meine Familie mir Kraft geschenkt hat, mir gelernt hat, weiterkämpfen, als ob's kein End gäb. Herzlichen Dank, Lou Genius, JJD, G-Speeds, Monte, meine Frau, meine Eltern.